Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es diese kleine leckere Schokotorte und wenn ihr sehen wollt, wie ich die gemacht habe, dann bleibt dran. Für die Torte habe ich erstmal 500 ml Sahne mit 3 Päckchen Sahne fest steif geschlagen und beiseite getan. Für die Tortencreme nehme ich die Packung Mascarpone und dann siebe ich da den einen Esslöffel Kakao rein. Hundert Gramm Zucker, ein Vanillezucker und ein gut gehäufter Esslöffel Nutella. Dann tue ich noch 2 Esslöffel Milch dazu und das rühre ich jetzt so lange, bis der Zucker geschmolzen ist. So, der Mascarpone ist jetzt richtig schön cremig und der Zucker da drin ist auch geschmolzen. Jetzt werde ich die Sahne unterheben. So, die leckere Tortencreme ist jetzt fertig. Jetzt kann ich die Torte schichten. Den Tortenboden hatte ich vor ein paar Tagen schon zubereitet und eingefroren. Den habe ich gestern Abend rausgeholt, der ist über Nacht aufgetaut. Das Tortenbodenrezept findet ihr auf meinem Kanal, das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal geteilt. Hier oben verlinke ich euch das gerade. Ich habe allerdings nur die Hälfte gemacht, also die Hälfte der Zutaten, weil ich eine 18er Springform verwende und da reicht es vollkommen aus. Die oberste Lage von dem Tortenboden habe ich jetzt auf den Boden getan. Ein bisschen Milch begieße ich jetzt den Tortenboden. Nur so ein bisschen, damit es nicht so trocken ist. Und da kommt jetzt eine Schicht von der leckeren Tortencreme rauf. Und dann kommt die mittlere Schicht von dem Tortenboden. Ich drücke das ein bisschen ran, dann verteilt sich die Tortencreme auch besser. Dann wieder mit ein bisschen Milch trinken. Und dann wieder eine Schicht Tortencreme. Und darüber kommt der untere Boden von dem Biskuitboden. Das ist dann die glatteste Seite. Und wieder ein bisschen drücken, damit sich die Tortencreme verteilen kann. So kommt die kleine Torte jetzt erstmal in den Kühlschrank für mindestens eine Stunde. Und nach einer Stunde kann ich den Backraum entfernen und dann mit der restlichen Tortencreme einstreichen. Und für die Deko hatte ich ja schon so ein bisschen von der geschlagenen Sahne abgezweigt. Und dann wird es auch ganz schlicht dekoriert und dann ist die Torte auch fertig. Wie gesagt, es ist eine ganz einfache Torte und mal sehen, wie sie wird. Ich bin gespannt. Wir sehen uns dann in einer Stunde. So, die Torte war jetzt 1,5-2 Stunden ungefähr im Kühlschrank. Jetzt will ich sie mit der restlichen Creme bestreichen. Ich entferne jetzt erstmal den Backrahmen. So, fürs Erste habe ich die Torte jetzt soweit fertig. Ich habe sie mit der Creme bestrichen, soweit ich es konnte. Es ist, wie gesagt, eine Amateurtorte. Und jetzt nehme ich die Sahne, die ich vorher ein bisschen beiseite getan hatte, im Spritzbeutel. Und jetzt werde ich die Torte noch dekorieren.
kleine Schokoladentorte ist jetzt fertig. Ich werde die jetzt für weitere 2 Stunden in den Kühlschrank tun und dann werde ich sie erst anschneiden. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.